Ja, moin, moin, liebe Freunde der gepflegten Modelleisenbahn. Herzlich willkommen hier auf MMC MOBA TV zu einer neuen Sendung. Sonntag, 15 Uhr, MMC Time. Wie der ein oder andere mittlerweile mir schon in der Mail geschrieben hat. Und ja, das scheint wohl einer eurer Lieblingstage zu sein, der Sonntag. Und deswegen versuchen wir zumindest immer den Sonntag auf jeden Fall einzuhalten. Eigentlich möchte ich ja, wenn es die Zeit hergibt, versuchen zwei Filme die Woche zu machen. Im Moment schaffe ich es nicht ganz. Die Gründe sind bekannt, Neuheiten etc. Und wir haben natürlich letzte Woche unsere erste große Märklin-Lieferung für dieses Jahr bekommen. Eine Palette für Hamburg, zwei Paletten sogar für Gesacht. Ich glaube, Mitte der Woche oder so sind die angekommen. Und dann haben Sorana und ich natürlich extrem viel zu packen gehabt, weil ja so viele Insider-Lieferungen endlich gekommen sind. Ja, und da mussten wir also einiges tun. Deswegen habe ich es nicht geschafft, Freitag auch noch ein Video zu veröffentlichen. Aber heute haben wir eine tolle Sendung mit wirklich schönen, abwechslungsreichen Themen. Was haben wir heute? Bernie, den kennt ihr vielleicht noch aus dem Video, als ich damals die über Vendigipad mit ihm gesprochen habe. Und als er, da haben wir auch über Neuheiten gesprochen, ist glaube ich schon fast ein Jahr her, dass das Video damals kam. Bernd Westhoff heißt er ja eigentlich, von mir immer liebevoll Bernie genannt. Der kam wieder vorbei, der kommt ja immer so alle zwei, drei Monate. Er hat ja doch ein bisschen Anfahrt, so gut dreieinhalb Stunden fährt er ja immer von Borken, er wohnt ja an der holländischen Grenze. Und der kam wieder vorbei. Letzter Besuch war im Dezember, deswegen jetzt wurde es langsam wieder Zeit, zumal dann natürlich auch mit der Lieferung einige Neuheiten gekommen sind. Auch für ihn natürlich, aber dazu seht ihr nachher einen speziellen Film. Ja, dann, was hatte ich denn noch? Ach ja, dann schauen wir uns gemeinsam mit Bernd zusammen. Bernd und ich sind der Meinung, es sind eigentlich die schönsten Güterwagen, zumindest in H0 und in Epoche 3 und 4. Das ist nämlich sein Spezialthema. Und da zeigen wir euch heute mal wirklich traumhaft schöne Brava-Güterwagen. Und selbstverständlich haben wir die auch passend dazu auch einige tolle Angebote bei uns im Shop. Wie immer natürlich alles verlinkt, was ich euch heute hier in dieser Sendung sage. Alles verlinkt natürlich auch wieder unten links in der Infobox. Ja, dann ein absolutes Highlight, da möchte ich ganz kurz drauf eingehen, auch wenn der eine oder andere das wahrscheinlich schon direkt auf dem Mivola-Kanal wahrscheinlich entdeckt hat. Aber auch ich möchte dafür nochmal Werbung machen, zumal ich auch Post von den Braunbrüdern bekommen habe. Ja, also das Wunderland kommt als Kinofilm in die Kinos im März, aber dazu nachher auch noch im Film separat noch ein bisschen mehr. Ja, dann habe ich noch was ganz Besonderes, und zwar habe ich den ersten Prototypen unserer Blechträger, unserer gebogenen Blechträgerbrücke fürs C-Gleis für Radius 3 vom Sven bekommen. Wie gesagt, Prototyp. Und weil der, weil das aber grün ist und ich hier hinter mir ja eine grüne Wand habe, blende ich euch das sonst separat ein. Zumindest mal einmal kurz auf dem Drehteller, dass ihr schon mal den Prototypen seht. Den habe ich jetzt nur vorlackiert. Er ist noch nicht endgültig designt. Es fehlen noch die Nieten von der Blechträgerbrücke. Aber damit ihr schon mal so einen kleinen Eindruck bekommt, und so soll ja auch eine Art Appetizer sein, Radius 3, unsere erste Blechträgerbrücke. Ja, und dann, was habe ich denn dann noch? Ach, dann habe ich noch einen tollen Filmtipp für euch YouTuber. Auf YouTube habe ich was entdeckt, ganz, ganz interessant. Und zwar vom SWR Room Tour, das ist so ein Kanal auf YouTube, also vom Südwestdeutschen Rundfunk. Und die zeigen mal so besondere Immobilien. Und ich habe da was entdeckt. Und die Sendung nennt sich Altes Stellwerk gerettet. Und das ist ein Umbau, und zwar vom Stellwerk Montabaur. Und da ist ein Pärchen eingezogen, und was die aus diesem Stellwerk gemacht haben und dass jetzt sogar noch ein echter alter VT98 in seinem Vorgarten steht. Ja, also toller Film. Wie gesagt, auch wollte ich zuerst als Infokarte verlinken, aber ich packe euch das unten in die Infobox. Solltet ihr unbedingt euch anschauen. Geht auch gar nicht so lange. Ist, glaube ich, kürzer als eine MMC-Sendung. Aber hochinteressant, wirklich toll, was da aus diesem alten Stellwerk und auch der Umbau. Man kann da noch sehen, schönen alten VT98. Ja, und dann würde ich schon fast sagen, dann war es das zumindest so von den Themen, was ich euch hier mitteilen wollte. Und ich würde sagen, dann steigen wir ein in den Film
Bernie zu Besuch bei MMC. Und dann sage ich erst einmal an dieser Stelle, ich wünsche euch viel Spaß, Film ab. So, Bernie. Yeah. Jawohl. Heute ist Weihnachten. Ja, heute ist Weihnachten. Bevor wir uns das alles einzeln anschauen, Sorana hat natürlich wieder alles vorbereitet. Ich habe hier die Listen. Das ist deine Rückstandsliste. Ja, aber also längst noch nicht alles. Alles das, was grün ist, das haben wir heute. Und der Rest, naja, da sind ja auch schon Neuheiten, Vorbestellungen 24 bei, ne? Jo. Jo. Also, dann würde ich sagen, starten wir mal. Und damit ihr auch ein bisschen was davon habt, hole ich noch meine Pocket, meine DJI. Und dann gehen wir die Liste durch. Und dann kannst du auch mal ein bisschen was dazu sagen. Wollen wir das so machen? Absolut. Gut. Ja, Bernie. Flying Scotsman. Genau, fangen wir an mit Flying Scotsman. Warte, ich muss meine Pocket hier. Dann darfst du sie mal zumindest aus der Folie hieven und kannst sie auch sonst gerne aufnehmen. Das ist jetzt die erste Tranche. Ja. Noch nichts weggegangen? Wir warten ja immer, weil wir ja so viele Vorbestellungen hatten. Aber es sind noch nicht alle da. Also nächste Woche soll noch der Rest kommen. Ganz auspacken tust du jetzt nicht. Aber interessante Verpackung, ne? Also ja, so ist schon grün. Was anderes. Nicht mehr das Grau, ne? Nee. Also sie haben sich für den Flying Scotsman haben sich was einfallen lassen. So, dann habe ich als nächstes, wir packen das nachher natürlich alles wieder schön zusammen. Alles hübsch. Nee, nicht darauf, weil da muss ich ja nachher noch was drauf eingehen. So, dann haben wir, da machen wir bitte den Deckel auf. Was ist das? Erzähl mal was dazu. Das ist wohl das Schnellzugwagen-Set für die Insider, für die 01-1088 gewesen. Genau, Altbaukessel, ne? Jo. Ja, so, und jetzt musst du mal kurz weggehen, damit ich hier, dann seht ihr das ja einmal. Ich glaube, das Set war so teuer wie die Lok, ne? Oder so ja, ähnlich. War, ne? Da war nicht viel dazwischen. Nee. Weil die sind aber sind beleuchtet. Alle beleuchtet. Und guck mal hier, da gehe ich nochmal drauf ein. Schlusslaterne. Schlusslaterne. Fokus fehlt, sagt er. Bin ich zu dicht? Okay. Ja. Aber haben die heute, gerade bei den Sets, fast immer alles mit Beleuchtung, finde ich super. Ist natürlich, hat alle seinen Preis, aber ich muss auch fairerweise dazu sagen, es war diesmal so, es ist sonst sehr oft so, dass wenn Lok und Wagen bei Insider angeboten werden, dass weniger als die Hälfte, zumindest bei unseren Insidern war das so, dass, ich sag mal, über 50% nur die Lok zum Beispiel genommen haben. Hier war es tatsächlich so, dass 80% haben auch das Wagenset bestellt. Aber das passt doch hundertprozentig dazu. Also ist auch wunderschön geworden, ne? Auch mit dem neuen DSG. Und da ist ja ganz frühe Epoche 3 noch. Ja, und wirklich filigran. Ne? Also auch hier, wenn man sich das hat, da haben sie mal wirklich schöne Sachen gemacht. Wenn ich hier mal die Folie wegnehme. Ja, mach mal. Ja, das ist schon wirklich schick. Ne? Das Einzige, was ich immer als Nachteil empfinde, wenn du die Dinger beleuchtest, sollten Leute drin sitzen. Dann müssten natürlich auch People rein. Ja. Ich sag mal, heute Preiser oder noch Figuren da reinzusetzen, wäre ja ziemlich teuer. Deswegen sage ich jetzt mal an dieser Stelle, Jungs, liebe MMC-Kunden, viele von euch wissen das ja schon, wir haben günstige, einfach bemalte Figuren, die auch nicht ganz 1:87 sind, sondern die sind ein bisschen kleiner, dann passen die auch mit den Beinen immer gut rein. Und da verkaufen wir, glaube ich, 20 Figuren für 5 Euro oder sowas. Also zur Not verlinke ich euch das nochmal. Also wenn ihr bereit seid, eure beleuchteten Wagen, weil dann fällt es natürlich extrem auf, wenn sie beleuchtet sind, wenn keiner drin sitzt. Ne? Aber das verlinke ich euch nochmal. Bist du so lieb? Machst du den Deckel wieder drauf? Mach das wieder. Dann machen wir hier weiter. Oh, jetzt habe ich hier eine Retro. Da habe ich auch gleich eine Frage zu. Wie kommt das? Du bist ja sonst, ich glaube, das ist das erste Mal, dass du bei uns auch die Retro-Geschichte bestellt hast. Ich habe schon mal einen ganzen Karton genommen. Ja. Von den, was waren es? Die D-Zugwagen, die grünen. Dieses und hier ist jetzt Grün. Die Artikelnummer 40851. Rheingold-Wagen-Set Tinplate. Da gab es, glaube ich, eine niederländische Lok zu. Ja, aber die habe ich nicht genommen. Die hast du nicht genommen. Nein, ich habe noch eine alte 1053. Ah. Nee, 3054 oder so? Ja, 103? Genau, 103. Ja, sehr schön. Ich sehe die analoge.
So, dann haben wir hier, oh, MAI, hast du auch bestellt. Ja, ja, ich meine, der ist auch schick. Ja. Wir müssen aber, eine Sache müssen wir mal dazu sagen, ich hätte beinahe gesagt, fairerweise, das stimmt ja nicht, aber korrekterweise, auch wenn du einer meiner besten Stammkunden bist, aber du bestellst ja eigentlich nur Epoche 3 und 4, richtig? Ja. Also 5 und 6 ist im Regelfall nicht dein Ding. Es gibt Ausnahmen. Ich weiß, Ausnahme. Da weißt du. Ein ICE, ne? Ich habe einen ICE, den mit der grünen Front vorne. Ja, ja. Wo die unterschiedlichen Triebköpfe, wo denn der rote Streifen drüber ist. Aus der nachhaltigen Energie. Aber das ist das Einzige? Nee, und einmal einen ICE genommen von dir. Ah, okay. Den. Ich sag so, da bin ich zigmal schon mitgefahren. Jetzt will ich dann ja auch mal auf der Modellbahn haben. Ja. Aber sonst fast nur 3 und 4, ja. Aber hier sehen wir jetzt ein wunderschönes Containerwagen-Set und es ist Epoche 4 und deswegen hast du zugeschlagen. Deswegen habe ich zugeschlagen. Da gab es vorher schon mal eins, aber da war keine MAI-Geschichte. Ich habe jetzt die Nummer. Ja, ich glaube doch 4785. Ja. Gab es auch schon was. Genau. Da hattest du auch mal einzelne Wagen angeboten, die hast du dir mit unterschiedlichen Containern bestückt. Stimmt, stimmt. Und da habe ich auch mal richtig zugeschlagen, weil ich finde das einfach schick, wenn, ja, wenn du so einen Zug hast, wo du mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Containerwagen ich habe, aber da dürfen ruhig mal 20 Stück hintereinander laufen. Jetzt sieht einfach nur Hammer aus. Ja, und das waren die Anfänge der Container, ja, ne? Weil diese Wagen hier, die einfachen Zweiachser. Ja, siehst du heute gar nicht mehr. Heute sind das ja fast alles diese Gelenktaschen, ja, Tragwagen oder sonstiges. Was haben wir hier noch? 46662, ja. Güterwagen-Set. Ich glaube, das war eigentlich zu irgendeiner Lok, aber du hast es so bestellt, ne? Weil der Wagen, glaube ich, den gab es bisher nicht, ne? Nee, diesen richtig, Rumwagen, ne? Richtig. Ah. Ja, und was haben wir natürlich? Die Geschichte mit den Quarzwerken. Ja, da muss ich dir was zu sagen. Warum habe ich den wohl genommen? Überlege ich mal. Westdeutsche Quarzmüller Dorsten. Ist ja 30 Kilometer weg von uns. Ah. Ja. Und da gab es das, da gab es einmal das Dreierwagen-Set. Und genau, und den mit dem LP, weiß ich da, 608 von Mercedes mit dabei. Ich muss das den mal ein bisschen sauber aussehen. So einen hatten wir auch noch in der Firma früher. Ja. Aber dann als Kofferwagen. Aber LP 608. Aber sieht auch schick aus, ne? Auch, ja, hier mit der Bedruckung. Also muss ich wirklich sagen. Hat und was. Ist nicht, ich weiß, wo das Werk ist oder war. Ja. Ja. Und das ist wie viel von euch weg? 30 Kilometer. Okay. Ja. Ja, cool. Dann, was haben wir hier? Oh, Einheitskesselwagen. Ah, das war das Set eigentlich zur, Luten, zur Tiger-Trommel, ne? Richtig. Ja, die sind ja jetzt auch mittlerweile alle. Die sind auch so ein bisschen gealtert, genau, und verschmutzt. Die haben so Alterungs-, ja, authentische Alterungsflecken. Was haben wir hier? Ah, typisch, klar. Die, ja, hast du, glaube ich, alle, ne? Alle. Magazinwagen. Und dann gab es noch 48820, gab es noch einen Güterwagen G10. Den gibt es ja von Brava reichlich, aber von McLean nicht allzu oft. Wie kommt, nee, das, dass du den einzelnen jetzt noch hast? Das war so einfach? Nein, weil man passt hat immer. Passt immer. Man kann den auch, rein theoretisch könntest du den auch hiermit noch mitlaufen lassen. Stimmt. Ja. Ja, hast recht. Ja, und last but not least. Und das, die hatte ich gar nicht auf dem Sender. Muss ich ja, Kalkkübelwagen. Habe ich noch nie gehabt. Ich habe noch nie so einen Kalkkübelwagen gehabt. Auch nicht. Und so. Ich wusste, ich hatte das auch ehrlicherweise nicht so wirklich auf dem Sender. Die sehen ja hochinteressant aus. Das ist noch Neuheit 23, ne? Ja, das war noch von 23. Okay. Die auch? Ja. Was ich, die 01 hast du ja schon bekommen. Die habe ich schon, ja. Ich hätte auch eine 181er für dich gehabt, aber ich habe jetzt jemanden vorgezogen. Du bist ja mit Sicherheit wieder bei uns. Nächste Woche kriegst du schon die zweite Tranche. Guido, dann nehme ich da beim nächsten Mal. Okay, das reicht ja auch erstmal. Ich wollte sagen. Plus den Scotsman. Ja. So, und was ich jetzt noch einmal kurz anbringen möchte, weil, Leute, da müssen wir Werbung für machen. Ich schalte mal meine, obwohl ich zeige euch das einmal. Und zwar seht ihr hier eine Zeitung. Die sieht so aus wie eine Bild-Zeitung. Bernie hat sie schon gesehen. Absolut super gemacht, von der Aufmachung her. Und das ist eine Zeitung, die heißt Wunderland News. Und ich möchte euch einmal darauf hinweisen, ich habe das freundlicherweise, haben mir die Braun-Brüder ein Paket geschickt. Einige von euch werden diese Zeitung auch in den Paketen haben, weil wir haben eine ganze Menge davon bekommen. Worum geht es aber? Am 7. März startet ein Film in den deutschen Kinos. Ja. Und zwar wurden die Braun-Brüder 2 Jahre lang von so einem Profiteam, die sonst auch schon für Netflix tolle Sachen gemacht haben, begleitet. Und haben eine mega geile Dokumentation gedreht.
und haben die, wie gesagt, 2 Jahre begleitet. Und dieser Film kommt jetzt ab 7. März in die Kinos. Und das Miniaturwunderland hat uns gebeten, da ein bisschen Werbung für zu machen. Das machen wir auch an dieser Stelle. Ganz liebe Grüße. Geht raus ans Miniaturwunderland und natürlich an die Braunbrüder. Wir machen das gerne und ich mache es auch gerne hier für euch. Obwohl euer Kanal ja viel, viel größer ist als unserer. Aber trotzdem auch an dieser Stelle nochmal. Bitte, Leute, geht ins Kino und vor allen Dingen tut uns den Gefallen. Geht ins Kino in der Zeit vom 7. bis 10. März, also gleich in den ersten 4 Tagen. Da werden die Besucher gezählt. Da werden die Besucher gezählt und damit sie möglichst hoch, und das wäre doch toll, wenn wir mit einer Modellbahn-Dokumentation einen Blockbuster in Deutschland mal Konkurrenz machen würden. Man muss auch mal sagen, ich meine, man hat ja die Anfänge vom Miniaturwunderland auch verfolgt, was die Brüder da auf die Beine gestellt haben. Mit quasi fast nichts in den Taschen und dann erstmal eine Bank belabern. So, wir haben das vor. Ja. Die haben sich auch gesagt, baut doch gleich eine Halle, die können wir immer noch vermieten. Ne? Nee, aber die haben das durchgezogen und da muss man absoluten Respekt verzollen. Muss man. Also, und ich als Händler muss auch fairerweise dazu sagen, was die mittlerweile mit ihren ganzen Aktionen für uns als Branche getan haben. Ihr Auftritt damals, Wetten, dass und all solche Sachen. Ja, also, Wahnsinn. Und ich lasse mir auch immer einen Newsletter schicken von der, vom Miniatur Wunderland. Ja. Was die da für Sachen planen und auch verwirklichen, der ist schon super. Ja, jetzt warten wir ja alle ganz gespannt darauf, ob er es tatsächlich irgendwann hinkriegt mit Monaco, mit seiner Rennstrecke. Obwohl, da hatten sie mal eine Dokumentation am Fernsehen, ich weiß nicht, auf welchem Kanal, spielt auch keine Rolle, die mit der Rennstrecke, mit den Autos, dass die, muss man sich vorstellen, wie eine Carrera-Bahn, nur dass die nicht zwangsgeführt ist, sondern die können Überholvorgänge starten und solche Sachen alle. Und da ist man richtig mit dran und da tüfteln die schon. Lass mich nicht lügen, 2-3 Jahre mindestens. Oh, länger. Ja, aber nur mit dieser Rennstrecke, dass die das perfektionieren und Wahnsinn. Also deswegen hier nochmal der Aufruf von uns beiden. Du unterstützt das auch. Also bitte Leute, wenn ihr Zeit habt und Lust habt und das Wetter da dementsprechend mitspielt, wobei Kino ist es ja egal, vom 7. bis 10. März bitte geht in die Kinos und guckt euch diese tolle Doku an. Wie gesagt, alles im Kasten hier, Wunderland ab 7. März im Kino. Schaut euch diese Doku an. Sorgt dafür, dass da ordentlich gezählt wird und dass die Braunbrüder mit diesem Film dann auch noch ordentlich Punkte landen. Also, das an dieser Stelle soll es denn hier gewesen sein. Ja, Teil 2 von Besuch Bernie bei Meise. Wenn Bernie immer hierher kommt, dann ist es immer meine Pflicht, wenn wir die vorbestellten Sachen abgehakt haben, dass wir noch einmal in die Brava-Vitrine schauen. Weil, was hältst du von Brava-Güterwagen? Die sind absolut spitze. Absolut spitze. Detaillierung, auch unterschiedliche Aufschriften, also für Werbung für unterschiedliche Firmen. Und ist eine super Qualität und ist mal was Außergewöhnliches, ist was anderes. Und du bist ja auch, obwohl du durch und durch 7 rote Buchstaben zu Hause hast, also du bist Märklinist pur, aber es gibt ja bei dir auch Rocco, hast du auch? Rocco ein paar Sachen, richtig. Pico auch ein paar Sachen. Und schon halt auch Brava, Waggons. Eine ganze Menge. Du bist ja gerade auf deinem Handy nochmal die Liste durchgegangen, um zu gucken, was du hast. Ich habe an die 30 Waggons und alles verschiedene, von allen verschiedenen Firmen. Und begeistert. Da ihr das aus der Kamera noch nicht so sehen könnt, starte ich meine Pocket nochmal. Und dann gehen wir mal, heute machen wir auch Folgendes. Wir packen die auch tatsächlich mal aus. Jetzt müsste sie eigentlich da sein. So, dann wollen wir mal gucken. Ich starte mal, damit ihr mal seht. So, jetzt könnt ihr es sehen. Also, ich habe hier mal, das sind die größeren mit den Automarken. Das ist ein, was ist denn das für ein Wagen? Güterwagen, oh Gott, kann ich gar nicht aussprechen. Warte. HBCK 291. Okay, da haben wir einmal Deutz, habe ich jetzt mal rausgesucht. Was ist das? Diesel, was für ein Diesel? Was steht da drauf? Kannst du das sehen? Wenn du das kippst? Du hast deine Brille nicht auf, ne? Ja, ich habe meine Brille nicht auf. Ich sehe nur Diesel. Steht da vielleicht was drauf? Eicher-Traktor. Eicher-Diesel, alles klar. So, dann haben wir hier Audi NSU und natürlich Opel. Und mit jetzt, dem alten Logo noch. Ja, mit dem ganz alten. Aber hier wird es auch richtig heiß. Tesafilm, das sind jetzt G10, Bosch, Bautzner, der sieht auch richtig gut aus, WMF,
Quelle und zum Schluss ein ganz altes Tesafilm-Logo. Ja, noch mit dem alten Logo. Ja, cool. Und der gute Bautzener Senf. Genau. Ja. Ich denke mir aber, damit die Leute wirklich, damit ihr vor allen Dingen mal den Unterschied sehen könnt, wir haben nämlich hier ja vorhin außer Bernie hatte ja bei der McLean-Neuheitenbestellung auch ein G10, zwar mit Bremsehaus, aber ich würde sagen, wir stellen die mal auf Haltestein. Wir packen die mal aus, vergleichen die mal. Und dann nehmen wir das mal auf. Also, bis gleich. So, ihr Lieben, jetzt haben wir für euch mal ein paar Brava-Wagen auf Falkenstein hier aufgegleist. Zumindest die Wagen, die auch bei Bernie in die engere Auswahl gekommen sind. Wobei er schon gesagt hat, alles, was ich rausgesucht habe, gefällt ihm eigentlich alles gut. Und jetzt hat er aber auch seine Brille aufgesetzt, damit er auch wirklich die Details erkennen kann. Und jetzt zeigen wir euch mal hier im Vergleich. Hier vorne haben wir jetzt den McLean G10, allerdings mit Bremsehaus. Auch ein schöner Wagen, gar keine Frage. Aber wenn wir uns jetzt mal zum Vergleich hier den Brava-Wagen anschauen, was da an Details mehr, auch Bedruckung, denn was Bernie gleich als allererstes gesagt hat, das Dach sieht natürlich schon, was sagtest du hier, RAL 9000? RAL 9000, ja, das ist ein Einheitsgrau. Einheitsgrau, so, und dann sieht man aber, wenn man hier jetzt mal rauf geht, und jetzt zoome ich euch das mal ein bisschen ran, ja, das sieht schon anders aus, ne? Ja, ist schon eine ganz. Und hier der Bautzner, der sieht natürlich, also das ist ein richtig, also den finde ich ja richtig schick, ne? Und ist klar, die haben eine andere Materialanmutung, mehr Details dran gesetzt, die Haltegriffe, die sind anders. Ist klar, das findest du im Preis wieder, ne? Ja, ja, natürlich. Also immer muss der Preis unterschiedlich sein. Ja, ja, aber ist was Außergewöhnliches, nicht Alltägliches, ist was Schönes. Und ich weiß, dass das viele von euch wahrscheinlich eher weniger interessiert, aber wenn wir jetzt mal einen Blick hier drunter werfen, jetzt muss ich mal gucken, da. Ich nehme mal einen hier. So, das ist McLean. Und jetzt blenden wir mal, halt ihn mal ein bisschen mehr so, ja. So können wir ihn, so, und das ist Brava. Jetzt machen wir nochmal den Vergleich. McLean. Brava. Also ist schon deutlich mehr. Ja. Ne? Also wesentlich detaillierter. Und irgendwo muss der Preisunterschied ja auch herkommen. Wobei so viel teurer sind die auch nicht. Aber sie sind, ja, die sehen schon toll aus. Ne? Ja. Ah, den WMF muss ich nochmal zeigen. Warte, wir tauschen mal die Plätze. So, jetzt muss ich hier, zeige ich euch mal den WMF. Auch wunderschön. Und hier haben wir jetzt mal den großen. Da haben wir noch den Deutz. Oh, der sieht ja auch echt Schmuck aus. Ja, vom Rollverhalten, das kann ich euch auch mal zeigen, also weil Bernie hier gerade den Bautzner hat. Du kannst gleich mal, warte mal, ich mache mal einen Zoom wieder zurück. Okay. Ja, gib mal ruhig ein bisschen mehr Schwung. Also das ist schon toll. Jetzt machen wir das. Also, merkst du schon, ne? Ja, ist ein Unterschied. Also, das Rollverhalten von dem Brava-Wagen merkt man auch schon, wenn man ihn in der Hand. Ja, passiert nichts. So, also, wenn ich den jetzt hier nur mal so ganz leicht. Ja, ist schon. So. Wofür, dass es nur so ein leichter Güterwagen ist, der rollt ja super. Also, der bleibt sofort stehen. Der bleibt relativ schnell stehen. Da sieht man jetzt mal die Differenz. Also, das Rollverhalten von Brava-Wagen ist schon sensationell. Was aber auch. Ich meine, das kannst du jetzt mit der Kamera nicht wiedergeben. Allein auch schon das Gewicht. Ja? Ich meine, das mögen vielleicht 20 Gramm nur mehr sein, aber dann kriegst du auch automatisch ein besseres Rollverhalten hin. Also das heißt, der Brava-Wagen ist schwerer. Ist einige schwerer. Auf der anderen Seite, wenn ich so ein tolles Rollverhalten habe, heißt das ja, ich habe wesentlich weniger Widerstand. Logisch. Das bedeutet aber auch, ich kann bei der gleichen Lok mehr Brava-Wagen ranhängen. Theoretisch, also ja, das wäre jetzt meine Vermutung, genau, wenn der Rollwiderstand zu gering ist und kann da trotzdem die Steigung mit hochfahren, bei geringerer Rollwiderstand, der zieht ja auch mehr Traktion. Ja, ne? Logisch. Also, ja, das wollten wir euch zumindest mal gezeigt haben. Achso, Kamera ist ja da. Ja, und jetzt ist nur noch die Qual der Wahl, aber das, ja, das haben wir gerade schon geregelt. Das nehmen wir nicht auf. Aber die Chance ist relativ hoch, dass da noch der ein oder andere Brava-Wagen auch mit ins Paket kommt. Ich wollte sagen, wenn er noch ins Westfalenland ist. Sehr gut. Das freut natürlich auch das Händlerherz, logischerweise. Ne? Bernie ist happy, oder? Ja, absolut. Ey. Ja, es ist doch ein bisschen mehr geworden. Was sagtest du gerade? So viel Brava-Wagen hast du noch nie. Nee, habe ich noch nie. Ich will es gar nicht sagen an der Kamera, wie viel ich mitgenommen habe. Muss keiner wissen, aber. Ich verrate es mal. Ich musste den DIN A4-Zettel vollschreiben.
Zumindest von oben bis unten. Aber einreich. Ja, ja, aber es ist... Aber das stimmt tatsächlich. So viele Wagen hast du noch nie mitgenommen. Ne? Nein, die sind einfach nur schön. Ja. Da geht einer das Herz auf. So, aber ich muss noch dazu sagen, wir haben uns zwar vorhin schon kurz verabschiedet, aber wie gesagt, einen haben wir noch, weil eins habe ich noch entdeckt. Und ja... Da mache ich mal wieder meine Pocket an. Das muss ich euch auch noch mal zeigen. Und ich schwenk mal, weil wir gehen jetzt mal wieder zu Falkenstein. Ich schwenk mal rüber. Bernie kommt mit. Der geht schon mal hin zu Falkenstein. So, macht zwar ein bisschen Geräusche. Entschuldigt bitte, Leute. Ich habe die ein bisschen zu fest eingestellt. Aber jetzt komme ich auch für euch ins Bild. Ich muss noch mal flip machen. Was haben wir denn hier? Oh, ich muss mal die Kamera anschmeißen. So. Und jetzt gehen wir da mal ran. Ich zoome euch mal ran. So, was haben wir da? Ein sechsachsigen Schwerlastwagen der Deutschen Reichsbahn. Epoche, was war das? Drei oder vier? Vier. Der ist noch drei. Du hast zwei, beide da. Du hast drei und vier da. Okay, also. Und jetzt muss ich aber etwas dazu sagen. Die tolle Beladung, die da drauf ist, die gab es von mir kostenlos dazu. Ich habe ja überall noch so ein bisschen Beladung, weil wir ja auch immer so die Messeposten, auch noch von Ladegüter Bauer, die letzten Jahre, als Corona war, sind ja die Messen ausgefallen und da hat mir der gute Dieter Bauer immer so unmoralische Angebote gemacht. Ja, und deswegen konnte ich ihm jetzt noch Schwerlastbrammen dazu machen, aber das sieht natürlich wirklich perfekt aus, ne? Ich zeige dir mal von unten. Ah, da habe ich noch gar nicht gesehen. Ach, du Dicke, ja... Halt mal ein bisschen. Ja, so ist gut. Ah, oh, der sieht echt nice aus. Ja. Also, da konnte er denn nicht widerstehen? Nein, weil ich habe den noch nie gesehen als ja. Sechsachser. Vierachser. Okay, versuch mal wieder aufzugleisen. Vierachser ist, siehst du sehr oft. Zack. Zack. Ist er drauf? Ja. Schieb den auch mal an, bitte. Ja. Das ist schon nice, ne? Ja, ja. Aber der sieht echt toll aus. So, und was wir euch aber auch mal zeigen wollten, nimm mal bitte die Brammen ab, die Dings, dann gehen wir mal rüber zur Verpackung, weil da schlägt auch das Händlerherz höher, weil heute ist es ja so, früher wurden die Ware ja wirklich nur einmal verschickt, nämlich vom Händler. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ob... Weil aufnehmen und einpacken kann ich nicht. Jetzt muss ich das ein bisschen drehen. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das hier geregelt kriege. So. Also, jetzt seht ihr da die Verpackung. Dann wird der Wagen... So, Bernie, mach mal. Pack mal ein. So, und jetzt seitlich, genau, so rum. Und dann kommt er da... Kannst du hier schon sehen, wo die Achsen hinkommen. Ja. Wunderbar, einmal so. Rein. Und dann kommt die... Hülle oben drüber, zack. So, warte, sind mal so, kriegen wir das da mit rein? Dann machen wir gleich. Nee, warte mal. Dann machen wir es, kriegen wir das da mit rein? Beide? Ja. Oder? Versuch mal. Der passt aber nicht mit dem Oberdeckel gleich. Meinst du? Nein. Doch, hast recht. Passt, ne? Passt, wunderbar. So, super Verpackung, hast du ruckzuck ausgepackt. Wieder ja, und dadurch, dass das auch wirklich hart ist. Ja, das ist hart. Und wir haben es jetzt aufgemacht, ist auch noch, wenn ihr es bekommt, sind die unten noch mit Tesa natürlich zugeklebt. Ja. Also perfekt, das wollten wir euch zumindest auch noch mal zeigen. Dann noch den glücklichen Bernie, einmal in die Kamera. Und das ist ein nice. Nice. Ja. Nice to have. Also das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Dann würde ich sagen, ich drehe noch mal... Die Kamera zu uns zum Schluss. So. Dann mache ich hier mal meine Pocket aus. Und dann sage ich... Jungs, tschüss, ne? Ja. Es war, Bernie, es war mal wieder ein Vergnügen. Absolut. Ich hoffe, mit dir auch. Immer. Also, bis dann, ihr Lieben. Ciao. So, ihr Lieben. Das war also unser Filmbeitrag zum Thema Bernie-Besuch bei MMC. Die schönsten Güterwagen für H0 in Epoche 3 und 4, jetzt dementsprechend präsentiert von Brava bzw. Brava Modelle. Und natürlich auch der Hinweis für den
Kinostart vom Wunderland-Film, vom Kindheitstraum zum Welterfolg. Bitte Leute, denkt dran, ne? Also wenn ihr Zeit und Lust habt, 7. März. Und wie gesagt, wichtig, das haben uns die Braun-Brüder auch nochmal geschrieben, in dem Brief, den sie, in dem Paket, was sie uns geschickt haben, war ein Begleitschreiben dabei. Wir mögen bitte gerne darauf hinweisen, dass das eben für diese Scharzählung und für den Kinoerfolg einfach extrem wichtig ist, was in den ersten 4 Tagen des Kinostarts eben passiert. Deswegen, also, wenn ihr vorhabt, diesen Film zu gucken, schiebt es bitte nicht auf die lange Bank, sondern versucht zwischen dem 7. März und dem 10. März tatsächlich in die Kinos zu gehen. Ja, das also an dieser Stelle. Dann nochmal zum Thema McLean-Lieferung. Wie gesagt, wir haben eine riesengroße Lieferung ja letzte Woche bekommen. Da waren aber noch keine Gleise und Weichen dabei. Die kommen jetzt mit der nächsten Lieferung und die ist avisiert, glaube ich, wieder für Mitte nächster Woche. Da kommen die ganzen rückständigen Gleise. Wir brauchen ja, ich glaube, das waren alleine 500 oder 600 Gleise, 188er, jede Menge Weichen oder so. Also eine riesengroße Lieferung. Ich denke mal, das wird locker eine Palette wieder. Ja, und dann habe ich auch schon die Mitteilung bekommen, dass die letzten 181er dann auch verschickt werden. Also Insider, das zweite Insider-Modell. Ja, also diesen Monat wird das noch ordentlich knallen. Also von daher, Februar ist dann der Februar des Jahres 2024, ist dann im Prinzip das verspätete Weihnachten für viele unserer Kunden 23. Tut uns auch wirklich leid, aber ihr habt es ja mitbekommen, wir hatten zuerst wirklich Stress mit der ersten Zulieferung. Dann wollten wir eigentlich keine Spedition mehr haben, weil die zweite Lieferung dann ja auch wieder wesentlich verspätet kam und zuerst nur ein Teil und dann der zweite Teil. Ja, und dann wollten wir eigentlich umstellen und sagen, nee, wir wollen nur noch DHL, aber bei diesen großen Lieferungen, das kann ich denen natürlich nicht zumuten und auch nicht unserem DHL-Fahrer, der hätte die Pakete, 2 Paletten kriegt er gar nicht in seinen Sprinter rein. Also von daher, ja, jetzt haben wir aber eine gute, adäquate Lösung gefunden und ist scheinbar wohl auch eine andere Spedition, die jetzt liefert. Also das, diesmal hat es ja wunderbar geklappt. Ja. Also das dann an dieser Stelle. Mir bleibt dann mal wieder nichts anderes übrig, als euch zu sagen, nächste Woche wird spannend. Ach übrigens, ich habe auch versprochen, ich wollte ja ein Video machen, zumindest so ein Shorty, als die McLean-Lieferung gekommen ist, haben Sorana und ich auch gemacht. Ich bin gerade dabei, als Short zu schneiden. Short habe ich aber nicht so eine Erfahrung, weil ich das irgendwie übers Handy machen muss. Kommt aber auch. Aber das ist ja auch nicht so was Kriegsentscheidendes. Aber das werde ich im Laufe der Woche, werde ich euch nochmal so einen 60-Sekunden-Film einspielen mit toller Mucke und ein paar witzigen Bildern, wie es denn aussah, als diese Riesenlieferung gekommen ist und Sorana und ich das morgens irgendwie von 8 bis 10 oder so dann alles ausgepackt haben. Wir sehen uns mit Sicherheit diese Woche dann noch einmal. Jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen wunderschönen Sonntag. Vielen Dank, wie immer, für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Tut nichts, was wir nicht auch tun würden, ihr Lieben. Und macht's gut. Ciao, euer Meise.